Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich den Protagonisten-Tag für euch und wenn ihr neugierig seid, wie mir das so mit den Hauptfiguren in Büchern ergeht, dann bleibt jetzt gerne dran. Natürlich seid ihr herzlich dazu aufgefordert, bei diesem Tag unten in den Kommentaren mitzumachen. Ich bin gespannt auf eure Antworten und falls ihr einen eigenen Channel, Instagram-Account oder sonst irgendwas habt, fühlt euch herzlich getaggt an dieser Stelle. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich irgendwie verlinkt, auf Instagram zumindest, und Bescheid sagt, dann kann ich mir eure Antworten durchlesen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich würde sagen, ich starte durch. Es sind 8 Fragen und let's go! Ich dachte einfach mal, es wäre mal wieder Zeit für so einen Tag. Weil ich finde, Tags gehen zurzeit nicht so großartig rum. Sie haben vielleicht nicht so viel, ja, sie wecken nicht so viel Interesse. Und ich dachte mir trotz alledem, ich mache ja hier Videos nicht nur wegen der Klicks, sondern auch, weil sie mich interessieren. Und deswegen soll es diesen Protagonisten-Tag geben. Und die erste Frage lautet, stellst du dir Protagonisten in deinem Kopf vor? Wenn ja, gibt es immer Ähnlichkeiten oder sehen sie jedes Mal komplett anders aus? Ich muss ehrlich gestehen, ich stelle mir die, wenn die beschrieben werden, schon vor, aber so im Laufe des Lesens schleicht sich das so ein bisschen aus, weil dann verliere ich das so ein bisschen aus, als wären jetzt markante Merkmale genannt, zum Beispiel bei Reich der 7 Höfe habe ich das, wenn dann über die Tätowierungen geredet wird oder darüber, dass eine Person einen Dutt hat, dann stelle ich mir das schon vor, aber ich behalte das nicht konstant aufrecht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit sagen möchte, aber es ist für mich jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit denke, der hatte jetzt einen Dutt. Das ist, finde ich, auch irgendwie ein bisschen irrelevant. Ich bin immer zufrieden, wenn ich so ein grobes Bild von dem Protagonisten habe, so Gesichtszüge und so. Das ist ja sowieso reine Vorstellungskraft, aber im Allgemeinen versuche ich sie mir schon vorzustellen, wobei es oftmals passiert, dass meine Protagonisten tatsächlich dunkelhaarig sind, obwohl sie blond sind. Ich stelle sie mir trotzdem dunkelhaarig vor, ich weiß nicht warum. Das passiert einfach. Vielleicht geht es ja euch ähnlich, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Zweitens, gibt es Schauspielerinnen, andere Personen, die in deinem Kopf, während du liest, immer wieder als ein Charakter auftauchen? Nee, das habe ich eher weniger, beziehungsweise ich habe halt immer so, wie gesagt, brünette Leute vor mir. Auch so bei den Newell-Geschichten. Ich persönlich finde ja dunkle Haare attraktiver und deswegen mag ich es mehr, wenn die Männer da dunkle Haare haben. Und wenn sie keine dunklen Haare haben, dann denke ich mir dunkle Haare. Und wenn ich mir jetzt so zum Beispiel bei New Adult Büchern so jemanden aussuchen müsste, der dann da rumtanzt, dann wäre das natürlich ein Schauspieler, den ich auch irgendwie attraktiv finde. Unter anderem Channing Tatum, ja, oder Orlando Bloom finde ich auch sehr attraktiv. Ja, es gibt mehrere. Die stellt man sich dann natürlich eher vor, besonders wenn die Figur so ähnlich beschrieben ist. Das passiert ja durchaus auch manchmal, dass Autoren sich da so Vorbilder aus Prominenten suchen. Und ja, das ist recht cool, aber es ist jetzt nicht gang und gäbe, dass immer der gleiche Schauspieler oder die gleiche Person in irgendeinem Buch vorkommt. Das habe ich jetzt nicht so krass. Hat das jemand von euch? Ich weiß nicht. Drittens, bei welcher Buchverfilmung wurde deine Vorstellung zu einem Protagonisten zerstört? Das ist eine gute Frage. Ich war ja am Anfang von Maze Runner nicht ganz so 100% zufrieden mit Dylan O'Brien. Ich finde, im ersten Teil sieht er so, naja, aus, obwohl ich mich mittlerweile damit arrangiert habe und auch im Laufe der anderen beiden Teile fand, dass er die Rolle immer mehr ausgefüllt hat und von daher war es nur so zu Beginn so erstmal so, nein, bei Dylan O'Brien leider, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber der hat so ein bisschen so eine hochstehende Nase, das ist so ein bisschen Schweinchen-Nasen-mäßig, aber ich finde, das ist halt nur im ersten Teil sehr aufgefallen und ist im Endeffekt auch nicht relevant, ansonsten ist das ein hübscher Mann und ja, das sind ja auch nur Äußerlichkeiten, die jetzt nicht die allergrößte Relevanz haben sollten. Aber natürlich, wenn man sich so einen Protagonisten vorstellt, besonders wenn man totally in love mit jemandem ist oder mit ihm ist, dann ist es natürlich hart, wenn die erste Erwartung oder die erste Vorstellung nicht ganz so erfüllt wird. Aber ich bin drüber hinweggekommen und mittlerweile finde ich ihn echt auch sehr attraktiv. Viertens, wen hast du aktuell bei Büchern, die du gerade liest, im Kopf? Oh. Das ist eine gute Frage. Ich hatte bei meinem letzten Buch jetzt gar niemanden so wirklich im Kopf.
bei Das Reich der Sieben Höfe, das ich aktuell ja höre, muss ich auch sagen, dass ich das schwierig finde. Ich könnte mir keinen richtigen Cast für Reich der Sieben Höfe vorstellen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert, wen sie da wählen werden. Ich bin da auch recht offen. Und ja, wenn sie es gut machen, machen sie es gut. Und wenn es halt eine Vollkatastrophe ist, dann ist eine Vollkatastrophe. Das entscheidet sowieso Hollywood. Da haben wir ja wenig Auswahl. Ich fand zum Beispiel bei Shadowhunters oder City of Bones, bei dem Film und der Serie, dass Lily Collins eine super Besetzung für Clary war. Ich fand es sehr schade, dass die das nicht weitermachen durfte. Für mich war die einfach... Ich mag Lily Collins als Person auch total gern und von daher war das für mich einfach ein Match. Aber ja, anscheinend für Hollywood nicht. Leider wurde es ja so nicht weitergemacht. Und jetzt ist ja Shadowhunters sowieso komplett abgesetzt nach der vierten Staffel, wenn ich das recht verstanden habe. Und ja... Blöd, aber ist halt so, ne? Erstens, was magst du an Charakteren in Büchern ganz besonders und was kannst du überhaupt nicht leiden? Das ist eine schwierige Frage. Das kommt natürlich immer auf den einzelnen Charakter an. Ich mag es nicht, wenn die irgendwie so zickig, so krass zickig sind. Ich meine, in manchen Situationen kann man das natürlich nachvollziehen. Jeder von uns ist mal irgendwann zickig. Ich möchte behaupten, es gibt niemanden, der nie zickig ist. Aber wenn das so übertrieben ist oder wenn sie so mega Drama-Queens oder Drama-Kings sind und aus der Mücke den größten Elefant ever machen und dadurch die Geschichte unsagbar in die Länge ziehen, das finde ich mega anstrengend. Aber im Allgemeinen ist das ja eher so dem Geiste des Autors zu verdanken als mehr den Protagonisten. Die sind daran ja einfach unschuldig, die wurden so geschrieben und können da sich kaum gegen wehren, möchte ich behaupten. Sechstens, gibt es Protagonisten, die du ganz besonders mochtest und an die du noch oft zurückdenkst? Ja klar, bei meinen männlichen Protagonisten, so, sind es natürlich Thomas und Sam. Und ja, es gibt so viele. Ich denke aber auch wahnsinnig gerne an Mia aus Nevernight oder an Selena aus Throne of Glass. Es gibt so einige Protagonistinnen oder Protagonisten, die sich wirklich in mir festgesetzt haben, die meine Favorites sind. Ich mag Day und June total gerne. Und ja, wie gesagt, es gibt viele. Und das liegt einfach daran, dass sie mein Herz im Sturm erobert haben. Und das ist total schön. Das macht das Lesen so besonders, weil es sind fiktive Figuren, aber trotz alledem bringt der Autor so viel Lebendigkeit in sie rein, dass man sich mit ihnen verbunden fühlt oder seine eigenen Macken und Eigenschaften in ihnen wiederentdeckt und sowas. Das ist schon ziemlich cool. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, deswegen sind das auch so Protagonisten, die mir echt ans Herz gewachsen sind, obwohl sie ja nicht lebendig sind. Siebtens, mit welchen Protagonisten würdest du gerne im echten Leben befreundet sein? Ja, das ist das Gleiche wie halt schon eben welche mir noch sehr im Kopf sind. Mit denen würde ich natürlich auch gern befreundet sein, weil das sind ja die Protagonisten, die mich bewegt haben, die so viel Tiefe hatten, dass ich sie echt als sehr authentisch wahrgenommen habe. Und somit sind das auch die Protagonisten, mit denen ich natürlich gern befreundet wäre. Natürlich kann man hier jetzt auch so ganz besondere Figuren nehmen, die irgendwie special Fähigkeiten haben oder so. Aber das ist jetzt, glaube ich, dann auch irgendwie doppelt gemoppelt. Achtens, lassen wir zum Schluss etwas Fantasie spielen. Wenn du in ein Buch schlüpfen könntest und ein Protagonist, Protagonistin deiner Wahl sein könntest, wer wäre das und warum? Oh, das ist schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig, weil die Protagonisten, die mir gut gefallen, beziehungsweise in jedem Buch ist das ja meistens so aus, dass es so eine locker leichte Liebesgeschichte, durchleiden natürlich sehr, sehr viel und da ist die Wahl sehr schwierig, weil, ja, die Frage ist, wie viel man selbst durchleiden möchte. Ich fände es zum Beispiel cool, jetzt mal aus Frauensicht, wenn ich irgendwie so Selena sein könnte. Ich mag die einfach, die ist so spitzzüngig und die ist so gewieft und intelligent und die ist einfach so speziell und das fände ich ziemlich cool. Ich könnte mir aber auch was Leichteres vorstellen, zum Beispiel aus PS Ich mag dich. Das ist dann aber so Realität und nicht so weit entfernt und so krass unrealistisch, sag ich jetzt mal. Und ja, also wenn ich wählen müsste, hätte ich schon so Bock, irgendwie so assassinmäßig, so Kick-Ass-Protagonistin-mäßig unterwegs zu sein. Vielleicht könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren den ein oder anderen Titel noch nennen mit Kick-Ass-Protagonistinnen. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Und ja, ansonsten wäre ich natürlich auch gern so romantisch unterwegs. Ich lese ja zum Beispiel beim Manga auch am liebsten so Romance-Titel und so. Ich mag halt Liebesgeschichten.
Und das wäre natürlich auch toll, wobei ich da wirklich die klassischen Contemporary-Bücher wählen würde, weil in den New Adult-Büchern passiert ja meistens irgendwas Schlimmes vorher oder ja doch vorher meistens und das müsste ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Also das ist ein bisschen schwierig so mit Buchtiteln, ob man da wirklich alle sein möchte oder nicht. Das ist jetzt immer so die Frage. Ja, das aber dazu. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Fragen beantworten würdet. Würde mich sehr interessieren und ich würde sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn es mal wieder nur so ein Tag mit Fragen ist. Aber für die Abwechslung auf diesem Kanal dachte ich mir, ist das ganz schön. Und wenn dann nur 2000 Leute reinschauen, dann ist das so, dann ist das auch okay und schön und wunderbar toll, dass ihr da Spaß dran hattet. Und ja, ich würde sagen, ups, jetzt drehe ich erstmal Neuzugänge und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bye.